Ich bin Diana, ich bin 30 und komme von Zofingen. Endometriose hat für mich vor der Diagnose sicher Verzweiflung bedeutet und nach der Diagnose eigentlich Stärke. Ich habe die ersten Symptome etwa mit 14 bekommen. Ich habe mehrere Ärzte aufgesucht. Ich war bei etwa 5 verschiedenen Ärzten. Also die 5. Ärztin hat reagiert. Ich habe 12 Jahre gebraucht, bis jemand reagiert hat. Meine Symptome waren sehr starke Unterleibsschmerzen. Also ich bin mehrmals im Monat nur noch am Boden geknüllt. Ich hatte so starke Schmerzen, dass ich nicht mehr stehen konnte. Zusätzlich hatte ich extrem starke Schulterschmerzen wegen Zwerchfellendometriose, die einfach immer wieder auf Migräne abgestempelt worden sind oder Verspannungen. Ich hatte so starke Gelenkschmerzen, dass ich wirklich teilweise fast nicht mehr laufen konnte. Und hätte eigentlich jeden Monat, ja, oder mehrmals im Monat in den Notfall gehen können. Ich hatte aber dann halt immer das Gefühl, in Notfall, die lachen mich aus, weil die Schmerzen sind ja normal, die man hat, da muss man durch. Wenn einem mehrere Ärzte über so lange Zeit nicht ernst nehmen, dann kommt extrem grosses Selbstzweifel auf. Dann hat man einfach das Gefühl, man ist schwach. Also, dass man kann ja die normalen Schmerzen einfach nicht aushalten. Und das nagt extrem an einem. Also, dass man einfach das Gefühl hat, man ist einfach eine schwache Frau oder eine schwache Person. Also ein Wendepunkt, den es bei mir gegeben hat, war ganz sicher, als ich die Diagnose bekommen habe. Das war auf die einen Tat natürlich schon auch ein Schockmoment, weil man es einfach Endometriose nicht gekannt hat, auch im Umfeld nicht. Aber es war total eine Erleichterung für mich. Ich habe wirklich das Gefühl bekommen, ich werde verstanden dort, wo ich bin. Und ich bin einfach nicht schwach. Ich bin nicht die schwache Frau, die die Ärzte mir immer gesagt haben. Und das war für mich eine extreme Erlösung gewesen. Und ich habe wirklich zu einer Stärke gefunden und stehe ganz anders da als vor der Diagnose. Mir hat extrem geholfen, dass ich Hilfe habe geholt, dass ich verschiedene Therapien ausprobiert habe. Aber die grösste Hilfe habe ich in den Selbsthilfegruppen gefunden, wo ich mich mit Gleichgesinnten austauschen konnte. Weil ich habe mich dort einfach so verstanden gefühlt. Ich habe Leute gehabt, die mir zugelassen haben, wo ich auch genau gewusst habe, ich kann erzählen und hey, die verstehen mich. Oder wenn sie etwas erzählt haben, bin ich da gekommen und habe gesagt, hey, die erzählt meine Geschichte. Und das hat mir extrem viel geholfen. Für die Zukunft, für Endometriose wünsche ich mir, dass mehr darüber geredet wird, dass es einfach auch bekannter wird, dass es auch schon in der Schule angesprochen wird, dass es dort schon ein Thema ist, dass einfach alle davon Bescheid wissen und dass man auch genug Stärke hat, um zu sagen, nein, für mich stimmt es nicht, ich hole mir eine zweite Meinung, ich hole mir das Recht ein, dass man da mehr darauf sensibilisiert wird. Ich finde, ganz wichtig ist, dass Frauen, die am Anfang dieser Diagnose stehen, wissen, dass der Körper jeden Tag einen Kampf mit ihnen führt, dass der Körper auch manchmal einfach nicht mag und dass man das muss akzeptieren muss und dass das total okay ist, wenn man heute einfach mal nicht 120% mag geben, sondern dass man heute vielleicht einfach einen Tag im Bett liegt und dass man sich selber sagt, es ist gut, es ist okay für mich. Heute muss ich nicht 120% geben. Ich habe immer gemeint, ich bin schwach, aber jetzt weiss ich, dass ich stark bin.